Heute hat es die Hausdurchsuchung in der Griechenstraße 5 gegeben. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Ja, wir wohnen halt in der Griechenstraße 5 im Parterre, Erdgeschoss. Ich habe halt mitbekommen, dass die Polizei das B5 den Laden gestürmt hat und sofort an unsere Wohnungstür kam, versucht diese aufzubrechen. Ich habe noch gesagt, ich mache auf. Moment. Das Brecheisen war aber schon dazwischen, da konnte ich nicht mehr aufschließen. Habe mich dann hingekniet, die Tür wurde aufgebrochen, dann wurde ich zu Boden geworfen. Zwei Polizisten sind sofort auf mich draufgesprungen, haben mir die Hände auf dem Rücken gefesselt. Und dann sind circa 10, 15, 20 Beamte durch die Wohnung gelaufen, auch über mich drüber gelaufen. Deswegen habe ich auch diese Verletzung am Knie, die sind auch in mein Knie reingesprungen. Und dann ist halt Teile der Wohnung einfach verwüstet worden. Der Couchtisch bei uns im Wohnzimmer wurde einfach durch die Wohnung geschmissen. Offen stehen die Zimmertüren mit Glasscheiben oder das Glas zerschmissen. Die Kaffeetasse von meiner Freundin wurde per Schlagstock vom Tisch geworfen. Ja, so habe ich es erlebt. Dann lag ich fast 2 Stunden gefesselt im Flur auf dem Boden. Mir wurde niemals gesagt, um was es geht, was der Grund ist. Ich habe auch neu gefragt, okay, wie geht es jetzt hier weiter, was passiert jetzt? Mir wurde nichts gesagt, gar nichts. Ich habe gefragt, wie geht es meiner Freundin, die auch im Haus war, eine Etage höher. Wie es meinem Hund geht, weil der auch eine Etage höher war. Mir wurde nichts gesagt, gar nichts. Einfach nur, als ich die Wohnung gestürmt wurde, hieß es nur, Ruhe, oder du lebst die Reise deines Lebens. Das war die Aussage der Polizisten. Mehr ich muss ein bisschen näher ranrücken, weil das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du bist also hier ein Anwohner, ein ganz normaler Anwohner. Ja. Das habe ich auch den Polizisten gesagt, ich bin ein ganz normaler Anwohner. Ich darf nur meine Ruhe haben, ich will von dem Ganzen hier nichts wissen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du bist also hier ein Anwohner, ein ganz normaler Anwohner. Das habe ich auch den Polizisten gesagt, ich bin ein ganz normaler Anwohner. Ich darf nur meine Ruhe haben, ich will von dem Ganzen hier nichts wissen. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Das hat ja alles nicht interessiert. Also die Polizei hatte keinen Durchsuchungsbeschluss, hat dich dir nicht ermöglicht, Anwälte zu rufen, einen Zeugen zu rufen? Ich wurde sofort auf den Boden geworfen, gefesselt und dann lag ich 2 Stunden gefesselt auf dem Boden. Und was haben Sie dann im Anschluss gemacht? Dich dann entfesselt und einfach liegen gelassen quasi? Nach 2 Stunden wurde ich entfesselt, durfte aber die Wohnung nicht verlassen. Da habe ich gedacht, wo ist meine Freundin? Ich will zu meiner Freundin, ich will zu meinem Hund, ich will wissen, was hier abgeht im Haus. Aber ich durfte die Wohnung nicht verlassen. Und haben Sie dir etwas dagelassen, irgendwie ein Papier, Nein, gar nichts. Ich bin dann selber von mir aus zum Einsatzleiter gegangen, weil ich halt dieser Logik, selbst unsere Zimmerantenne vom Fernsehen wurde von der Wand geschlagen, Blumen wurden abgeknickt und wieder diese offenen Zimmertüren mit Glasscheibe wurden zerschlagen. Diese Logik wollte ich einfach erklärt bekommen von der Polizei. Ich bin zum Einsatzleiter durchgefragt, wer ist der Einsatzleiter, weil ich das gerne erklärt haben möchte. Welche Logik steht dahinter, eine offene Tür zu zerschlagen? Ja, wenn die Tür offen ist, gehe ich durch. Okay, alles gut, können Sie ja machen. Ja? Aber eine offene Tür noch kaputt zu machen, da fehlt für mich völliges Verständnis und sehe ich keinen Sinn darin. Ja? Kannst du vielleicht noch sagen, wie du das Ganze so empfunden hast, wie du dich quasi gefühlt hast dabei? Furchtbar. Das ist so mit so einer Gewaltattention da reinzugehen, nur einen Couchtisch durch das Wohnzimmer zu werfen, ja, wo nichts, also selbst wenn man irgendwas vermutet, okay, ja, hat man eine Vermutung, untersucht man das, okay. Aber einen Sofatisch durchs Wohnzimmer zu werfen, dass der echt eine Kerbe hat, kaputt ist, das hat für mich nichts mit polizeilicher Maßnahme zu tun, gar nichts. Das ist einfach nur wilde Zerstörungswut. Ein Fenster zu zerschmeißen, mit dem Stock kaputt zu hauen. Selbst die Kaffeetasse von meiner Freundin haben sie mit dem Schlagstock vom Tisch gehauen. Das ist für mich keine polizeiliche Maßnahme. Das ist einfach nur wilde Zerstörungswut, Aggression oder sonst irgendwelcher blöder Wahnsinn von diesen Menschen. Das ist keinerlei Verständnis. Gar nichts. Alles klar. Vielen Dank. Ja, und das ist das Ergebnis.